Willkommen zu Assassin's Creed Mirage. So, letzte Folge sind wir wieder zurückgesetzt worden. Wir holen uns jetzt, ich habe es gerade markiert, einmal die zerbrochenen Scherben. In das, was wir letztes Mal vielleicht verkackt haben. Und dann schauen wir nochmal zur historischen Stätte, denn hier gibt es nur eine. Anschließend gehen wir dann wieder zu Roshan. Die hat bestimmt wieder irgendwelche wichtigen Informationen für uns oder Aufträge. Aber erstmal müssen wir für Nihal einmal kontrollieren, was es mit der historischen Stätte auf sich hat. Zumindest ist das die einzige in ganz Al-Anbar. Die in Bagdad, da gibt es noch einige mehr. So, diesmal warten wir gar nicht lange. Zack, den haben wir. Doch sie liegt unerwartet schwer in der Hand. Okay. Was kann das sein? Sammle rätselhafte Scherben, die hochrangigen Ordensmitglieder in... Okay, danke dafür. Kann ich dich mitnehmen? Ah, nee, ich hab sie schon. Nein, der schläft nur. Wir haben gestern einen wilden Umtrunk gehabt. Darf vielleicht auch nicht... Ungeziefer ist jetzt aber ein bisschen hart, oder? Ja, du kannst nicht mal mehr mit den Leuten feiern gehen, du. Wenn die nächsten Tag ein bisschen durchhängen, ja, wirst gleich verurteilt. Dabei bin ich ein ganz anständiger Bürger. Nichts Schlimmes gemacht. So, haben wir hier nochmal ein kleines Plakat? So, die historische Stätte, die haben wir auch markiert. Da können wir gleich als nächstes hingehen. Ich glaube... Oh, okay. Die haben keinen Verdacht geschöpft. So, hier am Tor haben wir immer ein Plakat. Das nehmen wir gleich mal weg. Und jetzt haben wir die Markierung. Das ist Roshan. Oh Gott, ist die weit weg. Wo ist die Markierung? Einmal auf die Welt. So, da. Da ist die Markierung. Da wollen wir einmal hin. Die nehmen wir nämlich noch mit, wenn wir schon mal hier in Al-Anbar sind. Ne? Denn können wir hier auch investigativ unterwegs sein. Vorsicht, Kleiner. Achtung, darf ich mal durch? Manchmal kommt so ein bisschen GTA-Feeling auf. Da hat man immer Lust, den Leuten, also den Passanten, grundlos und ohne Sinn und Zweck in die Schnauze zu hauen. So, der hat noch ein Artefakt. Das nehmen wir gleich mit. Aber wir folgen dem erstmal. Ich möchte das hier nicht direkt vor dem Wachen machen. Naja, ich gehe ja schon. Okay. So. Darwish-Artefakt. So, die Namen kriege ich auch langsam mal rein in meine eingeschränkten Sprachfähigkeiten. Aber Sadiki kennen wir. Ja, mag sein. Aber ich muss hier einmal interagieren. Andere Paläste. Bagdad war Hauptstadt und Wohnsitz des Kalifen für den Großteil der Abbasidenzeit. Aber vor und nach der Gründung der Stadt entschieden sich einige Kalifen, an anderen Orten zu leben. Der erste abbasidische Kalif, As-Saffar, wählte die Stadt Al-Anbar. Die Kornkammer, die an einer wichtigen Furt über den Euphrat und in einem äußerst fruchtbaren Gebiet lag, als seine Hauptstadt. Vom 3. zum 7. Jahrhundert wurde sie nach dem sassanidischen König Shapur, der 244 nahe der Stadt einen großen Sieg über ein römisches Heer errungen hatte, Perus Shapur genannt.
Dieser strategisch und symbolisch wichtige Ort schien eine gute Wahl. Aber die Bevölkerung der Stadt war mit der Machtübernahme der Abbasiden, die sie als Thronraub ansahen, nicht zufrieden. Gott, das ist aber viel Text. Und gründeten letztendlich 762 Bagdad. 8 Jahre später wählte ein anderer Abbasiden-Kalif einen neuen Ort für seine Hauptstadt. Al-Mutasim wollte sein Heer von Bagdads Politik abschirmen. 836 verlegte er seinen Hof, die Verwaltung und das Heer deshalb in eine riesige neue Stadt, die sich 130 Kilometer nördlich von Bagdad befand. Suraman Ra. Wer sie sieht, ist entzückt. Das ist mir zu viel Text mit Wörtern, die ich nicht aussprechen kann. Das ist mir peinlich. Das lese ich nachher. Nein, ich werde es wahrscheinlich gar nicht lesen. Ist halt Geschichte, ne? So ein bisschen Geschichte kann man ja mitnehmen. Fördert das Allgemeinwissen, aber im Großen braucht man es denn nicht. Er springt halt nicht dahin, wo ich hin will, ne? Sperrgebiet, da dürfen wir nicht lang. Okay, jetzt haben wir aber diese historische Stätte mitgenommen. Jetzt wollte ja Nihal ihr Zeichen untersuchen. Inwieweit können wir ihr denn helfen? Haben wir hier auch Zeichen zu finden? Oder verrenne ich mich hier gerade? Aha. Was? Ich? Wo? Das müssen wir dem Wachen erzählen. Ich gehe schon mal vor und erzähl's dem Wachen. Ihr bleibt am besten hier und haltet die Stellung, damit der Dieb nicht entkommt. Oh, Vorsicht, darf ich mal? Ich hänge hier ein bisschen fest. Entschuldigung. Ob das für die so... Ernsthaft jetzt? Ich bin nur dran vorbeigegangen. Ob das für die jetzt suspekt ist, dass ich da gerade eine Truhe geplündert habe und plötzlich deren Geld weg ist? Aber welcher normale Mensch würde das in Verbindung bringen, ne? Okay, wir haben zumindest kein Fahndungsfoto. Ich würde sagen, zu Roshan machen wir dann Schnellreise. Sperrgebiet. So. Oder eigentlich können wir auch hinreiten, weil wir müssen ja auch noch ein bisschen von der Map aufdecken. So. Ein kleiner Ausritt übers Land. Ich wollte gerade sagen, ich dachte schon, ich habe meine Vision nicht. Zumindest sofern hier Truhen sein sollten, die würde ich schon mitnehmen. Ich glaube, wenn wir der Straße folgen, könnten wir noch mal ein paar Siedlungen vorbeikommen. Ja, hoffentlich hat das Kamel gut getrunken, eine Wüste ist heiß. Da hinten raucht's. Da würde ich doch schon gerne mal einen Blick riskieren. Oder ist es da, wo ich jetzt war? Einen Moment. Stehen bleiben. Nee, ist nicht, ist nicht. Aber die holen wir uns. So. Ja, wo kann er nur hin sein? Disziplin eingeführt.
Hat man nicht mitgekriegt, ne? Das dauert nicht lang. Bei der Gelegenheit kann ich noch ein bisschen Kampferfahrung sammeln. Erbärmlich. Das Schicksal ruft. Boah, der war ja so eiskalt. Okay, der war schon ziemlich cool. Da war ich jetzt von mir selber überrascht. Aber die kleinen Schlachten hier, wenn so ein paar Leute sind, das sollte ich mitnehmen. Da können wir noch ein bisschen das Kämpfen üben, dass wenn wir das nächste Mal in irgendeinem Knast ein- und ausbrechen, einbrechen zum Ausbrechen, dass wir da besser gewappnet sind, auf jeden Fall. So, ja. Ja, ist ja ein Kamel. Ja! Geil! Na okay, hier ist aber nichts weiter als Sand, wa? Das habe ich mir schon ein bisschen besiedelter vorgestellt. Ja! Das arme Tier, das kann schon gar nicht mehr. Stellt sich aber ein scheiß undankbares Mistviech da. Futter und Wasser gebe ich dem Mistviech. Und was ist? Höh, 40 Grad Sonnenschein, da will ich nicht laufen. Hier, kühl dich mal ab. Hast du dir verdient. Ein bisschen die Hufe abkühlen. So, trink mal noch. Würdest du trinken, wenn ich jetzt hier ein bisschen stehen bleibe? Nee, ne? Schade. So, da hinten haben wir noch ein paar kleine Siedlungen. Oder ist das ein Silo? Ist nur ein Silo, ne? Da haben wir auch nichts drinne. Dann schauen wir doch mal hier zum Bauernvolk. So, was habt ihr für mich? Komm mir so ein bisschen ein wie so ein Geldeintreiber. So ein bisschen vor. Der Sheriff von Nottingham. Sheriff von Bagdad. So, hier haben wir noch eine dicke Kiste. Können wir nicht durchgaloppieren, ne? Die dicke Kiste ist aber im dicken Knast, ne? Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Das ist die hier drunter. Dafür müsste der weg. Ach so, jetzt verstehe ich das. Auf der anderen Seite müssen wir alles platt machen, um durch das Loch die Tür aufzumachen. Und dann müssten wir hier alle wegnehmen, damit wir da reinkommen, ne? Ich meine, rein... Wenn wir den wegmachen würden, könnten wir hier hoch, gleich rüber, direkt runtergehen und den killen. Und dann kommen wir da vielleicht rein. Die drei hier dürften uns dabei nicht sehen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die Tür noch zu ist. Oder noch auf ist. Wir haben das Schloss haben wir kaputt gemacht. Haben die ein Problem damit, wenn ich hier auf dem Dach bin? Oh ja.
Die Ställe sind schon Sperrgebiet. Boah, Gesetzesbrecher, guckt mich an. Leben am Limit. Aber hier darf ich noch stehen. Okay, haben wir Wachen hier in der Nähe? Nee, ne? Also wenn ich mich beeile, wenn der nach da geht und der geht darüber, könnten wir vielleicht gucken, ob wir da rüberkommen. Ja, wir ignorieren das einfach mal. Das ist das Beste, was man machen kann. Ja, okay, soweit sind wir schon. Ich dachte, jetzt kommt der. Als wenn er so sein Kollegen meint. Er kommt so zum Quatschen, weißt du, so 4 Stunden Schicht, ne, voll langweilig hier alleine immer hoch und runter laufen. Will er mal mit seinem Kumpel quatschen, der... Ja, geh woanders hin. Okay, der geht weg. Der hat auch keinen Blick für uns. Geh doch runter. Hat er was bemerkt? Nee, ne? Okay, jetzt müssen wir als nächstes den da ausschalten. So, wegkommen ist kein Problem, da würde ich einfach laufen, aber... Okay, der ist erstmal beschäftigt. Keiner mitbekommen. So, komm mal schnell mit hier. Oh, oh. Tür verriegelt. Nicht dein Ernst. Scheiße, die ist wieder zu. Okay, wir müssen noch einmal auf die andere Seite. Uns da durchkämpfen und dann die Tür erstmal öffnen. Und dann müssen wir wieder hierher. Hier komme ich nicht mehr hoch, ne? Doch. Ich dachte gerade. Wenn wir auf der anderen Seite aufgemacht haben, müssen wir uns hier wieder reinschleichen. Ich kann die halt nicht sehen. Verflixt. Okay, der hat uns gesehen. Na ja, gut. Ja, wir hängen den einmal ab. Wir haben ja kein Fahndungslevel, ne? So. Jetzt sieht er uns schon gar nicht mehr. Und dann können wir direkt versuchen, schon mal hier rüber zu gehen. Müssen wir uns nochmal alle hier markieren. Also, die auf dem Dach interessieren uns nicht. Nur der da. Die beiden haben wir schon. Hm, hier haben wir noch einen. So, und die beiden, ne? Mehr brauchen wir gar nicht. Okay. So.
Das sind alle, die wir brauchen. Jetzt müssen wir gucken. Wo bin ich denn letztes Mal rein? Über das Gerüst? Wir sind noch nicht so weit. Okay. Ist hier oben Sperrgebiet? Nein. Hier dürfen wir noch stehen. Also die beiden müssen wieder weggehen. Damit wir hier erstmal unten rein können. So. Okay, ich habe auf jeden Fall schon mal Sass erregt. Oh, wir sind ganz normale Bürger. Wir gucken uns hier den Markt an. Ist doch so ein Sightseeing-Turm hier, ne? Du bist nicht willkommen. Geh. Keiner will mich haben. Okay, wo guckst du hin? Du hast zu mir. Du bist nicht willkommen. Ja, das habe ich verstanden. Du hast hier nichts zu suchen. Okay, die beiden kann ich noch gar nicht sehen, den da hinten auch nicht. Und rein! Okay, die Taktik ist wieder der sprechende Heuhaufen. Erstmal kommen die beiden jetzt her. So, die ziehen wir als erstes rein. Dann nehmen wir den da noch weg, für alle Fälle. Und dann die beiden aus dem Gang. Machen die Tür auf, gehen hier wieder raus. Einmal außen rum, da wieder rein und holen uns die Kiste. Die edle Schatzkiste. Aha. Oh, scheiße, kommen gleich beide. Na nu. Ist gut, aber der Sage straft uns, wenn wir nachlässig werden. Oh, ich bin nur ein pfeifender Heuhaufen. Komm rein hier. Hier ist noch Platz. Diese Heuhaufen sind sogar. Vor allem mitten im Knast im Außenhof einfach so ein riesiger Heuhaufen. Wir sind nicht allein. Augen auf! Oh. Ah, okay. Ich dachte schon, ich habe jetzt seine Aufmerksamkeit. Aber schon Glück. Ausgerechnet der da oben kommt, ne? Aber gründlich kontrolliert er nicht. So, die müssten jetzt beide kommen, oder? Der eine hat mich kurz gesehen. Und... So, die drei, den. Wäre nicht schlecht, wenn wir den da auch noch wegkriegen würden, aber... Ich glaube nicht, dass der hier runterkommt, ne? Hey, was ist da los? Jetzt haben wir seine Neugier.
Er zieht schon den Bogen. Oh. Wie zittert vor Angst. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der hier runterkommt. Welch ein Narr. Die Neugier wird ihn töten. Das ist wie in einem Horrorfilm zu fragen, wer ist da? Okay, jetzt haben wir nur noch den da. Das war notwendig. Hatten. So. Wieso kann ich die Tür jetzt doch nicht aufmachen? Ah. Okay. Gehen wir relativ weit hinten wieder raus. So. Die Hauptwachen lassen wir in Ruhe. Die wollen wir gar nicht triggern. Jetzt ist die Frage, kommst du gleich wieder, oder? Ja. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Die verhalten sich so suspekt mir gegenüber, als hätten wir uns schon mal gesehen. Ich bin froh, dass die kein Gedächtnis haben. Geduld ist eine Tugend. Ah, du alter Esel. Ja, dich meine ich. Doch nicht das edle Ross hier im Stall. Ja, ja, jetzt hau endlich ab hier. Ich möchte einmal rüber. Unbemerkt natürlich. Besser. Ich bin von da nach hier. Okay, so, jetzt müsste der nach da abhauen und du? Dein nächster Weg ist hierher, ne? Geht fort mit dir! Geh woanders hin! Die müssen sich in ihrer Autorität sehr bestärkt fühlen. Oh komm, hau ab da. Du, geh weg. Das ist meine Chance. Ja, 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 hau ab. Oh. Das wird jetzt zu knapp, ne? Wir könnten jetzt kackendreist hinter... Oh, ein Glück haben wir es nicht gemacht. Hinter ihm runtergehen, wollte ich es gerade sagen. So, wenn die Pfeife da sich wieder wegdreht, dann gehen wir rein. Was? Hat er kurz ein Messer gezogen? Mutig. Jetzt stirbst du! Mensch, jetzt hau doch mal! Der geht einfach von der Mauer nicht runter, wenn ich das möchte. So. Sandschwert des Aufbegehrens. So, das heißt, wir können unser Schwert wieder verbessern. Dann würde ich...
bei der Gelegenheit gerne einmal zur Schmiede gucken, die wir da haben. Die muss doch hier, die war doch hier in der Nähe, ne? Nicht da. So. Ich würde gerne mal gucken, was die Verbesserungen bewirken. So. Nehmen wir eine Abkürzung. Über den Dächern der Stadt. Wie Batman. So. Da habe ich dich hingezeigt. So, da sehe ich doch schon das Zeichen. Wieso ist hier so ein... Den können wir doch bestimmt kaputt machen, ne? Nee? Oh, hätte ich jetzt gedacht. Ist doch noch eine Ecke weg, ne? Okay. Dann gehen wir zum allgemeinen Volk. Die mögen wir sowieso am liebsten. So. Oh. Faravaha. Faravahahahaha. So. Hier auf der anderen Seite müsste es doch sein, ne? So, guten Tag, Sadiki. Hallo. Sadiki. Sei gegrüßt. Oh, ich dachte, er sagt's. Zeigst du mir deine Waren? Sieh dich um. Vielleicht sollte er mal neu geschliffen werden. Sandschwert des Aufbegehrens. Aufständische treffen nach dem Ausweichen am härtesten. Aufständische treffen nach dem Ausweichen am härtesten. Nach perfekten Ausweichen 50% mehr Schaden. Ich habe ein Händchen für scharfe Dinge. Bin ja eher der hier, der so ein bisschen pariert, ne? Ich verstehe was von Klingen. Ich hauche ihm neues Leben ein. Den kann ich leider nicht, aber den können wir auch werten. Brauchst du etwas Spitzeres? Ja, wieso gibt es hier eigentlich keine generellen Waffen? Aussehen? Hä? Verbessern? Aussehen. Ah, ja, nehmen wir doch mit. Okay, Schwert. Schwert sieht eigentlich... Meins sieht eigentlich cooler aus, ne? Na, ich mag dezente Sachen. War das erstmal alles? Ja, ja.
So. Ich muss gehen. Dann auf bald. Ja, auf Wiedersehen, der Herr. So. Haben wir jetzt ein neues schickes Schwert vom Aussehen? Oh, es passt, ne? Also vom Aussehen her, da kann man nicht meckern. Aber den Dolch kann ich jetzt nicht sehen, ne? Doch, hier. Doch, das sieht gut aus. Aber der Dolch gefällt mir auf jeden Fall. Das Schwert, ja, es passt halt, ne? So, jetzt sind wir schon fast bei Roshan. Ich bedarf deiner Augen, Sadiki. Aber wegen was? Den Eingang kennen wir ja. War der Tipp jetzt nur so allgemein? Da ist noch eine Truhe drin. So, auf die holen wir noch die Folge, ne? So, die Truhe holen wir noch die Folge und dann gehen wir nächste Folge zu Roshan. So. Oh, dann müssen wir wieder den Turm hoch. Weiß gar nicht, habe ich mit denen schon synchronisiert? Nee, ne? Ja, der guckt ja, ne? Nicht schlecht, oder? Okay. Auf welcher Höhe ist denn das Fenster? Nicht, dass ich dann... Mich nicht ran. Andersrum? Hm. Hier lässt er mich auch nicht rüber. Okay, dann gehen wir nochmal so rum. So. Okay. Oh. Nein! Ich wollte sich nicht festhalten. So, Truhe. 9 Leder. Okay, jetzt kommen wir aber... Ah. So. Oh, da kommen wir auch noch ran. Perfekt. Mystischer Moment. Oh, das trifft sich ja gut. Wir springen bestimmt gegenüber aufs Dach, ne? So, auf. Und? Wunderbar. Was für ein graziler Sprung mit einer eleganten Landung. Mit nichts dergleichen zu vergleichen. So.
Sind hier auch noch Bären dran? Nee, die können wir nicht. Ah, aber hier. Wunderbar. Ja, es hat sehr gut geschmeckt. Dankeschön. Bisschen auffällig, dein Dress, mein Freund. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Schaltet gern wieder ein. Begleitet mich auf dieser großen Reise. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend oder Tag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.